Bin jetzt schon gespannt. Bin gespannt wie ein Schnitzelfisch. Guten Abend, Sergio. So, Stranded Alien Dawn. Wir waren 100 Jahre schon nicht mehr drin. Ich hoffe, es ist gut. Hat auf jeden Fall Bock gemacht beim letzten Mal. Wie gesagt, war halt noch sehr früh und hat alles noch nicht so ganz geklappt. Oh, Eula! So. Ich spiele nicht weiter, wir machen ein neues Spiel auf. Ich glaube, das alte war auch unsinnig. Oh, die Musik von dem Spiel ist so überragend. Habe ich Mods? Nee, ne? Keine. Erfolge? Ist mir egal. So, neues Spiel. Szenario Bruchlandung. Vormund. Eine kleine Gruppe von Rebellen rettet den ersten empfindungsfähigen Androiden namens Hope vor einem skrupellosen Roboterhersteller-Konsortium. Bis zu 3 Teammitglieder suchen Zuflucht auf einem unerforschten Planeten in den äußeren Welten. Dies ist die Geschichte ihrer Rebellion. Hope beschützen, bis sie ein volles Empfindungsvermögen erreicht hat. Nee, ich finde die Bruchlandung eigentlich ganz geil. Region. Desert? Eine heiße Wüste, die von Dünen, Oasen und ausgetrockneten Nee, was ist das? Tropische Region. Das ist die normale, die kennt man, ne? Boah, Wüste oder was? Schnitzelfisch, das muss eine neue Gattung sein. Ja. Das kannst du in die Höhe bauen, geil. Heiße Wüste. Tropische Region mit dichten Dschungeln, Sümpfen, Flüssen und heißen Stränden. Was? Warte, ich kann das. Also pass auf. Es gibt Bruchlandung. Auf dem Weg zu den äußeren Welten kommt es auf dem Passagierschiff Alien Dämmerung. Ja. Zu einer katastrophalen Fehlfunktion des Hyperantriebs. Das Schiff im Orbit eines unbekannten Planeten auseinanderbrechen lässt. Bis zu 4 Passagiere erreichen eine Notlandekapsel. Dies ist die Geschichte ihres Überlebenskampfes. Ein Weg zurückfinden. Handelsposten. Eine kleine Gruppe von Ausgestoßenen begibt sich auf eine Reise ohne Wiederkehr in die unerforschten Gebiete der äußeren Welten. Sie planen dort, einen kleinen Handelsposten zu errichten. Okay. Ja, das sind halt die Szenarien, mit denen du reingehst, ne? Militäraußenposten und so weiter. Machen wir Hope? Komm, wir machen Hope, das ist neu. Komm, Vormund, wir gehen da rein. Region? Zufällig, ist mir egal. Oder nicht zufällig, ich weiß es doch nicht. Ich würde Sorbius nehmen. Das kennt man zwar. Concordia, ach du Scheiße, das ist kein Ernst. Chaos. Mittelseed ist Zwergus. Spielregeln. Alter, große Familie. Mikasa, Sukasa, Spanisch für ich fühle mich wie zu Hause. Erhöht die durchschnittliche Anzahl der Überlebenden, die du finden kannst, um 2. Weiß ich noch nicht. Das mache ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal reingehen, mal gucken, wie lange wir überhaupt überleben. Das kann ja sein, dass es nach 10 Minuten wieder vorbei ist. Nicht, dass wir den heißen Stränden... Mikael will sich schon wieder am Strand ahlen. Was soll denn das? Komm, wir gehen da rein. Ach so, ja, warte mal. Wir müssen jetzt hier erstmal... alle raus. So, wen haben wir denn da? Connor. Connor war doch dieses Kampfschwein, ne? Kampfinteressiert, genau wie Marcel auch. Punkt Jepje, 6 Monate. Dankeschön für 6 Monate. Marcel. Teufelskerl. Dankeschön. So, Connor war das Kampfschwein, ja? So, was ist er? Totgeweihter Cyborg-Bodyguard. Alter. Er kann ein bisschen bauen, kann ein bisschen kochen, kann fast eigentlich sonst nichts gut. Aber Physiologie ist ordentlich. Daniel. Kampfuntauglich brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die so ein bisschen gut sind. Kochen gleichgültig. Naja, okay. Ist vielleicht nicht so geil. Anfertigung interessiert. Grayson, genialer Zimmermann. Klingt doch für mich nach einem sauberen Deal. Was? Ich und Kampfschwein? Marcel, da musst du durch jetzt. Ja? So. Ausgezeichnete Köchin. Er ist hier begeisterter Zimmerer. Und Lahmarsch. Oh nein, der ist langsam. Aber egal, der ist gut. Der muss nur anfertigen. So, dann brauchen wir jemanden, der kochen kann. Interessiert. Emmeline vielleicht. Nehmen wir Emmeline, locken wir mal ein, ja. Dann nehmen wir noch Amber vielleicht. Nee. Hugo. Hugo ist cool. Aber ich brauche jetzt jemanden, der vielleicht in Anbau interessiert ist. Oder vielleicht das auch unter Umständen schon ganz gut kann. Melody. Melody nicht, oder? Melody gleichgültig interessiert in Heilung und Intelligenz. Melody wäre auch gut, ne?
Aber hier, sie, Maki, kann vielleicht Anbau ganz gut. Aber ist im Kampf halt schlecht. Emmeline ist im Kampf wenigstens ein bisschen was, weil er ist nämlich schon richtig schlecht. Ah, ja, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ne? Ja, Anfertigung sollten alle können. Ken vielleicht, im Kampf interessiert. Der könnte das rausreißen. Was haben wir denn? Was gibt's denn alles für Charaktere jetzt? Was? Okay. Nova? Nova ist gut im Kampf. Leco Mio. Nova ist richtig gut. Paulette vielleicht? Und ja, ich nenne sie das komplette Projekt Paulette dann. Das muss euch klar sein. Ja, wir haben ein bisschen Kampf, sollten die können und vielleicht interessiert an Anbau noch sein. Rita. Nehmen wir Rita mit? In Kochen interessiert und an Anbau? Das ist ein Gewinn. So. Komplette Paulette? Ja, aber hallo. So, haben wir hier unten noch, den haben wir hier noch. Umair. Kampf interessiert, aber sonst an nix. Anfertigungen, Kochen untauglich, das ist ganz schlecht. Joko interessiert an Anfertigungen und Anbau, aber auch im Kampf schlecht. Und Zander, ja. Ja, der ist an Heilung. Wir gehen da mal rein. Wir nehmen das, wir locken das mal ein, Leute. Wir locken das ein. Ich bin interessiert und total fertig. Ja, also fertig. Rein da. Oh, jetzt kommt ja sogar Intro, Mensch. Sie kriegt uns nie. Die kriegen uns nie! Oh, die schießen mit Raketen! Oh, die kriegen uns vielleicht! Oh, oh. Die haben uns erwischt. Leute, die haben uns einfach erwischt. Eiskalt vom Himmel geknallt. Sag's euch. Oh, schau, da ist Hope! Pause. Erstmal Pause. Leute, herzlich willkommen hier in Stranded Alien Dawn. Willkommen hier bei unserer kleinen Versammlung. Wir haben hier Grayson, genialer Zimmermann seines Zeichens. Emmeline, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, was Emmeline eigentlich kann. Warte kurz. Kochinteressierte Anbauspezialistin. Grayson hatten wir schon. Und Rita, das war die kochinteressierte Anbauspezialistin. Warum haben wir Emmeline eigentlich? Die hat auch kochen. Ah ja, gut, Emmeline kriegen wir schon noch flott. So, und dann haben wir Hope noch. Hope ist für alles untauglich, außer Intelligenz und Physiologie. Das ist, weil sie nervt. Weil Hope hat einen Nervenzusammenbruch. Kognitive Matrizen werden initialisiert. Okay, Leute. Also, kurzum, wir müssen jetzt erstmal hier nehmen. Wir sind im Grünen gelandet. Unsere erste Überlegung sollte es sein, nach Möglichkeit hier ein bisschen über die Runden zu kommen. Das heißt, wir haben hier ein abgestürztes Schiff, zerstörtes Landeschiff. Hier haben wir noch Insekten und solche Geschichten. Gut, alles soweit halb so schön. Dann werden wir uns überlegen, was ist das hier? Das wissen wir noch gar nicht. Wir müssen die gewundene Pflanze erstmal inspizieren. Ja. Es wird Vogelwild! Ja, ich glaube auch. Gut, was haben wir hier noch? Plündern, Metallschrott können wir hier rausholen. Hier ist auch nochmal ein bisschen was zum Plündern. Und unser Schiff können wir dann auch nochmal plündern eines Tages. Guti. Also, Leute. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Wir brauchen als allererstes, brauchen wir erstmal Befehle. Wir sagen, schneiden. Holz. So, habe ich das jetzt, den Auftrag habe ich jetzt nicht gegeben. Ah ja, jetzt. So, das schneiden wir mal. Das ist ein großer Auftrag. Und da müssen wir jetzt auch erstmal lagermäßig irgendwie uns über die Runden kämpfen. So, wir brauchen erstmal ein paar Schlafplätze für unsere Leute. Auf dem Boden natürlich. Ja, weil was auch sonst. Aber brauchen wir vielleicht auch mal erstmal so eine Art grundsätzliche Lagereinheit. Stöcke und so weiter. Viehhaltung, Alter. Was du wieder alles machen kannst und ich weiß wieder gar nichts. So. Wissenschaft und Forschungstisch. Verteidigung ist klar. Verhalten und so weiter. Müssen wir uns dann anschauen bei Zeiten. Gut, ich würde sagen, wichtig ist mal ein Lagerfeuer. Das heißt, wir sollten auch mal ein paar Stöcker hier abarbeiten.
lass mal Stöckers schneiden. Unsere Leute sind jetzt auf dem Weg und kümmern sich. So, was ist mit Hope eigentlich? Hope 9000. Hope ist am Hochfahren wieder. Mit Hope geht gerade noch nix. Gut, also Hope braucht ein bisschen. Lernen die KI. Ausrüstung nichts, Stärken nichts. Lana, einen wunderhübschen guten Abend. Den Videostream nicht laden, einfach nochmal probieren. Was, den Videostream? Der geht nicht? Hier funktioniert alles wunderbar. Hat Twitch schon wieder Probleme? Kaum 20 Versuche später hat es geklappt. Jawohl, Ladon, herzlich willkommen. Hallöchen. Also, es scheint wieder ein Twitch-Problem zu sein, oder? Kurz geleckt hatte es, okay? Das soll natürlich nicht passieren. Das ist natürlich unangenehm. Oh, hier liegt noch eine Waffe rum. Wer ist denn unser bester Schütze? Ganz kurz mal Abfrage machen hier. Kampf 303. Dann kriegt Emmeline erstmal die Knarre. Hier liegt noch Ersatzteile und so Zeug. Hier liegt ein Haufen Krams rum. Aber Hauptsache, irgendjemand hat mal eine Waffe in der Hand. Medpacks, irgendwelche anderen Grütze. Okay, alles klar. Gut, Leute. Möbel, wir können jetzt Sachen bauen. Wir brauchen aber noch Stöckers. So, wir schicken Emily mal hin. Damit hier ein paar Stöckers geschnitten werden können. Und dann können wir hier mal langsam hoffentlich dann anfangen, ein kleines Unterschlüpfchen zu bauen. Licht und Wärme, Wandfackel geht jetzt auch schon. Ja, wir müssen uns auf den Winter auch vorbereiten eines Tages noch. Die Ressourcen, die wir haben, da ist okay. Arbeitsbereiche, Überlebensporträts können wir uns anzeigen lassen oder auch nicht. Okay. Die Höhe der einzelnen Stockwerke, das ist super geil. So, wir bauen erstmal ein Lagerfeuer aus Altmetall auf, finde ich. Finde ich, ist ein guter Plan. Lass uns das mal vielleicht irgendwo hier unten hinbauen, wobei unten ist immer schwierig. Die Location hier ist nicht so crazy gut. Haben wir hier oben was zu befürchten? Ne, da wären wir eigentlich schon ziemlich geil unterwegs, hier oben ein kleines Grundlager zu bauen. Da geht es ein bisschen raufwärts. Ja, hier oben ist so ein schönes Plateau eigentlich, ne? Wir bauen hier oben unsere ganze Bude auf. Wir machen das. Ich baue das hier oben ein. Hier, ich will aber keinen normalen Unterschlupf bauen. Block stellen wir hier auch mal her. Machen wir hier die Schlafplätze gleich mit unter. Machen wir das mal so. Einfach jetzt vorübergehen, ne? Lagerzuweisung machen wir auch noch. Befehle. Kann ich hier irgendwas anderes schlachten, jagen, angreifen, reparieren? Das ist okay, alles soweit. Ernten geht hier auch nichts, ne? Greifen die an? Unbekannte Spezies, wir wissen es nicht. So, dann bauen wir hier mal ein hölzernes Tischchen hin. Muss jetzt nicht schön sein, muss noch halten, ne? Vielleicht mehr als einen Stuhl oder so, wäre vielleicht irgendwie geil. So vielleicht, ne? Wird hier gekocht und so, ist jetzt alles noch nicht so die Wucht. Weck nicht die Enten da. Was ist denn das für eine Ente? Flugunfähiger Vogel, das sind Dodos! Ich sag's dir, das sind Dodos. Ey, warte mal, hier, guck mal, Hope macht auch irgendwas. Das ist ein Schwein. Aufgeblähtes Insekt. Geil. Mehr als ein Stuhl ist Luxus. Unbedingt.
Können wir hier noch eine Fackel hinstellen für die Abendstunden? Ja. So, vielleicht? So. Vielleicht so ein Herd noch irgendwie? Aber nee, die haben am Anfang, die haben hier erstmal genug, ne? Eine Werkbank wäre irgendwie noch schick. Hölzerne Werkbank finde ich irgendwie gut. So. Könnt ihr hier mal plündern gehen vielleicht, wer Zeit und Lust hat? Stuhl ist zum Werfen da. So, hier schneiden wir mal noch ein paar Stöckers. Tannen, die großen, studieren wir auch mal eine. Warum nicht? Ja. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall genug zu tun. Wir brauchen Lagerflächen auch noch. Grundlager finde ich irgendwie wichtig. So, hier kommt Lager hin. Stopp, was dürfen hier überhaupt rein? Hier dürfen wir rein, dürfen wir alles leer lassen. Ja. Hier machen wir rein, Holzlager. Alle abwählen, so. Holzlager. Das sollten wir vielleicht einen Ticken kleiner machen. Dann machen wir, warte mal, machen wir anders. Hier ist Holz. Dann ist hier Stöcke. Dann machen wir hier Altmetall rein. So. Hier packen wir rein, unfertige Waffen, Überlebenskit. Sonstige Gegenstände, weiß ich noch nicht. Hier können wir mal reinpacken, Gewebe, Stoffe, Leder und so Zeugs. Habe ich da jetzt noch Holz drin? Nee, ne? Nee, das ist nicht drin. So, und hier machen wir elektronische Komponenten vielleicht. Nee, jawohl, das sollte man nicht reinmachen. Werkzeuge vielleicht noch oder sowas. Medikamente, das können wir hier reinpacken. So, das ist die erste Baustelle. Dann machen wir noch Lagerfächer. Bauschlange des Todes! Jawohl, ihr wisst doch, wie es ist. Ihr will, als ob das bei mir irgendwann mal jemals anders gewesen wäre. Weißt du, wie ich meine? Hier machen wir alles abwählen. Hier kommt rein Medikamente. Und Münzen. Ist ganz klar, Medikamente und Münzen. Und das andere Zeug und sowas. Das kann hier rein. Okay. So. Gut. Es ist Frühling, Leute. Also ihr wisst, wie es ist. Ne? Frühling ist immer ganz wichtig. So, hier wird auch geplündert. Die Musik zu dem Spiel ist echt toll, Landon, finde ich auch. Ich mag die gerne. Ich mag die wirklich gerne. So. Was können wir noch bauen? Was können wir bauen? Lagerung ist klar. Eine Lagertruhe, ein Kleiderschrank. Das könnten wir auch bei Zeiten mal irgendwann machen, wenn wir dann wirklich eine Bude haben. Trocknungsgestell. Finde ich auch irgendwie wichtig für die Kochangelegenheit. Stellen wir mal eins hier hin. So. Wie kann ich denn hier nochmal eine normale Bude bauen? Weiß das noch jemand? Das ging doch irgendwie. Oder muss ich das erst forschen? Es kann sein, dass ich das auch erst forschen muss. Wissen. Forschungstisch. So. Jetzt haben die auf jeden Fall extremst gut zu tun, ne? Ich beschleunige das mal hier ein bisschen. Hier können wir was machen. Holz hacken. Stöcke. Bis 100 Stöcke erreicht sind. Wenn wir Holz hacken hier. Das ist wichtig, glaube ich. Ne? Kriegen wir sowas wie Stöcke raus. Ist okay. Der Dodo, der ist hier unterwegs. Den studieren wir mal, genauso wie das Zeug. Studieren wir alles mal, die Viechers. Gibt's hier Eiers? Vogelnest. Nee. Drachengrün, versuche. Ah, auch kein Audio. Naja, gut. Kann mal jemand in den Chat an Drachengrün sagen, er soll einfach mal immer wieder F5 drücken, bis geht? Das wäre voll gut. Gehen wir auch.
So. Haben die da hinten jetzt eigentlich alles fertig abgeholzt? Ja, ne? Ja, schaut gut aus. Geht jetzt spazieren. Angenehmer Spaziergang. Geil. Was willst du mehr, ne? Was kannst du erwarten vom Leben als das? Gut, wir kriegen auf jeden Fall jetzt ganz gravierend viel Zeugs. So, hier gibt's was zu beißen. So, schnelle Rezepte. Getrocknete Notrationen. Kann man in gekochte Notrationen umbauen. Und zwar bis wir, sagen wir mal, 5 Stück haben. Kann man das mal machen? Dankeschön, Birds! Guten Abend, Zwerg und Chet. Ey, dir auch einen wunderschönen guten Abend und Dankeschön für 30 Monate, ey. Danke vielmals. Gut, Haferbrei geht auch nicht. Brauchen wir Getreide für. Boah, können wir was anbauen? Können wir alles noch nicht, ne? War alles noch nicht gelernt. Wir machen mal Lagertruhen nochmal hin. Oder warte mal, nee, anders. Wir machen hier nochmal ein zweites Holzregal hin. Und da sagen wir jetzt alles abwählen. Und hier kommt Essen rein. Gekochte Mahlzeiten. Und dann machen wir noch ein weiteres Lager her. Und hier kommt rohes Essen rein. Einfach nur, damit wir das mal haben. Ja. Gut, dann haben wir das als Lagermöglichkeit schon mal etabliert. Schaut aber nicht so geil aus, müssen wir eh alles umbauen. Fellkatze, wunderhübschen guten Abend. Was ist heute mit dem Stream los? Das liegt an Twitch, da kann ich leider nichts für, Leute. Ich kann da nichts für. Twitch ist heute ganz, ganz, ganz wild. Bei mir ist alles fein. Ich kann es nicht anders sagen, bei mir ist alles gut. Nicht genügend Stauraum, ich weiß. Wir arbeiten dran. Leute, ich würde euch echt gern was anderes sagen, aber wie gesagt, das liegt an Twitch, da habe ich keine Aktien gerade drin. So, was haben wir hier? Was können wir hier anfertigen? Sachen. Fraß. Tierfette, Ersatzteile, Verbände. Verbände wäre halt super nice, ne? Super nice. Okay. Ein Zwerg verlinkt. Dankeschön, Venoslo! Punkt ca. 265.680.000 Menschen sind seit meinem ersten Abo geboren worden. In 41 Monaten, meine Lieben. Dankeschön, Oslo! Vielen lieben Dank dir. Oh, ist Gewitter. Gewitter ist natürlich weniger schön. Oh, jetzt könnt ihr hier essen, oder was? Jetzt regnet es auch. Ach, es regnet einfach. So, hier wird Holz beschafft. Holz ist wichtig, dass wir da gleich mal ein bisschen was haben. Hier wird Zeug transportiert, das ist auch wichtig. Boah, echt, jetzt so ein Gewitter ohne Bude. Ohne Unterschlupf, ohne alles. Ich meine, ich könnte ja so einen dämlichen Unterschlupf bauen, ne? Hier so einen Altmetallunterschlupf. Könnten wir hier so reinbauen, na, dann wäre das hübsch. Aber ich weiß nicht, ob das... Das ist doch nicht geil. So. Es kommt auf jeden Fall Zeug rein, das ist schon mal sehr gut. Jetzt bauen wir einen Forschungstisch. Das ist eine super Sache. Forschen. Hallo. Blitzableiter, Schneiderei. Befestigungen. Turm, Holztor. Oh Mann, wo ist ein... Wo kann ich normal Buden bauen? Weiß das jemand?
Tierzähmung, Lagerverwaltung, Raumschiff, Werkzeug, Baugrundlagen, da! Bau von Gebäuden, yes! Let's do it! Schneiderei und Waffenschmieden möchte ich haben. Blitzableiter vielleicht auch noch, so. So, wer ist denn von den Forschern hier unterwegs? Intelligenz 3, 4, 1. Okay, alles klar. Raisen. Mach mal bitte Baugrundlagen erforschen, egal was du vorher gemacht hast. Okay, Grayson ist dran, Leute. Grayson ist dran. 4% schon. Das läuft. Kirito! Punkt und der nächste Monat. 43 schon, mein Lieber. Kirito, danke dir für 43 Monate im Resub. Sau lieb von dir. Auch für dich gerne einen fetzen Ausrufezeichen. Hype! Dankeschön. Hier dürfen alles sonst weit rein, was sonst irgendwo keinen Platz findet, dann haben wir auf jeden Fall Stauraum. So, können wir noch irgendwas anderes machen? Eine Fleischsuppe vielleicht? Nee, auch nicht mehr. Die gekochten Rationen, die halten halt auch nicht mehr ewig, ne? Wir haben noch 39, das ist okay. Hope sitzt. Kann ich Hope? Warte mal kurz. Kann ich Aktivitäten? Hope. Was darfst du denn machen? Du darfst erledigen. Schneiden. Plündern. Abbauen. Studieren. Hope hat allerdings null Intelligenz. Ne? Erforschen auch. Geht auch nicht. Ich will Hope da eigentlich nicht haben. Plündern. Schneiden. Eigentlich nicht. Erledigen ist eigentlich ganz geil, ne? Lass mal Hope dafür mal rein. Ich meine, es ist natürlich jetzt Nacht, ne? Also es ist einfach spät, 0 Uhr. Gestörter Schlaf im Freien. Ich weiß, Leute, ich weiß. Alle nur motzen hier. Oh. Gar mal ein bisschen Gras, das gibt Heu. Können wir mal ein bisschen was abholen, ne? Bisschen was holen von dem Heu? Why not? Okay. Ja, gut, und das Hope da rumlatscht, ist vielleicht nicht das Beste, ne? Für den Schlaf. Es ist 4 Uhr. Oh, ich sag's euch, die Dodos, ne? Die Dodos, die sind bald fällig. Oder wir nehmen sie und domestizieren sie, ne? Das wäre auch eine Idee. So, die holen natürlich jetzt Essen erstmal. Frühstück. Ja. Das ging flott. So, die lagern jetzt natürlich auch einen Haufen Zeugs ein. Ist auch wichtig. Ah, hier, guck mal, Rita macht ein Süppchen. Wenn so ein Dodo die REM-Phase stellt, ich weiß, ne, das versaut die den ganzen Tag. Neue Ressource, gekochte Notrationen. Und hier liegt sie, hier, da. Nom, 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 nom. Geil. Na, schön, dass da ein paar Sachen gebracht worden sind. Na, hier wird auch Heu gelagert, sehr gut. So, das mit dem Plündern machen wir jetzt mal ab. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ihr habt genug andere Sachen zu tun. Vor allem Grayson, die alte Wurst haut. Der will natürlich jetzt wieder kochen. Lass mal fertig kochen. Der soll danach aber forschen. Ist mir wichtiger gerade. Mach mal Forschung bitte, Grayson. Du bist dafür prädestiniert einfach.
So, hier wird die Dodos werden geforscht. Die sind tagsüber mehr am Pennen. Das ist natürlich wichtig. Beleidigte den Humor von Grayson. Boah, das ist fies. Emmeline, sag doch sowas nicht.